So, hallihallo und herzlich willkommen zurück hier auf der Krebach, Folge Nummer 6. So, der nächtliche Einsatz ist beendet. Hier ist alles abgeerntet, alles abgedroschen. Der Anhänger ist voll. Wenn wir mal eben gucken, der ist rappelvoll. Und im Drescher ist aber noch was drin. Und zwar, lass uns mal gucken, hier auf dem Avarillo 1676. So, das lassen wir auch erstmal drin. Denn der Plan war ja, wir verkaufen das Ganze. Ne? So, einmal Schlüssel. Ah. Wir verkaufen das Ganze, bringen das weg, aber werden rechtzeitig auf Abladen beenden drücken, damit wir wirklich nur das Nötigste abliefern und den Rest dann behalten dürfen. Wir müssen zu Agri LB, das ist ganz da unten. Wie fahren wir da am besten? Hauptstraße entlang und am Ende dann links. Okay. Damit wir den Rest behalten dürfen, denn wir brauchen die Gerste. Und deswegen haben wir ja diesen Auftrag gemacht mit der Gerste hier. Wir müssen mal gucken. Vielleicht können wir das, was im Drescher ist, auch behalten. Dann müssen wir nicht nochmal die ganze Tour fahren. Aber das wird sich erst gleich herausstellen. So, ich hoffe jetzt einfach mal, dass da nichts kam. Können wir ein bisschen Licht anmachen hier. 7.33 Uhr. Wir spielen weiterhin auf fünffacher Zeit. Damit sich bei den Schweinen auch ein bisschen was tut. Da müssen wir auch mal hingucken, wie die die Nacht überstanden haben. Ich habe im Übrigen 950 Euro. 950 Euro. Für Gebäudedingsen hier Bumsen bezahlt. Er hat Bumsen gesagt. Nein, Dingsenbumsen habe ich gesagt. Oh, den schaffen wir. Den schaffen wir. Für, na, wie heißt das noch? Gebäudekosten hier. Weißt du? Hier Grundsteuer, da, weißt schon, bezahlt. Das ist natürlich eine Menge. Müssen wir sehen. Ein bisschen Zinsen natürlich auch, ist ja klar. So, Agri LB. Da sind wir. Wo haben wir die Abkippseite? Links, okay. Sieht man ja jetzt schön unten rechts im HUD, ne? Finde ich sehr gut. Gibt es auch Mod-Hub. Oh, da ist eine Laterne. Oh, die war voll hinter der A-Säule versteckt. Alter. Ich finde das auch krass, ne? Manche haben, oder, nein, mittlerweile nicht mehr, aber das war zu meiner Jugendzeit, sage ich mal, ziemlich modern. Im Auto diese Hawaii-Ketten am Innenspiegel. Weißt du, die gab es ja von Jägermeister, von bunte Farben, ach, weiß, alles mögliche. Ich hatte eine weiße drin und eine bunte. Ich muss drauf ja, sehr geil. So, wir werden das Ganze jetzt mal eben, ich erzähle den Satz gleich zu Ende, alles gut. Wir werden nur mal abschließen hier. Abschließen, ne? Wie viel Geld haben wir jetzt? 2600. So, abschließen. Ja, geilo. 2000 und den Rest vom Weizen können wir behalten. Das sind ungefähr 5000. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Auf jeden Fall war das eine Zeit lang modern, sich diese Hawaii-Ketten an den Spiegel zu hängen. Und teilweise war es auch so, wer da mehr Ketten hatte, war der coolere. Ja? Alter Schwede, hinter diese Ketten passt aber eine ganze Familie. Die siehst du nicht. Ja? Mittlerweile habe ich da auch nur noch so einen kleinen Schlüsselanhänger. Das ist so ein Schlüsselanhänger in Form meines Autos. Also so die Front. Das ist irgendwie in Carbon oder sowas gefräst. Das sieht total cool aus. Gibt es von vielen Autos einfach die Front als Schlüsselanhänger. Das habe ich jetzt am Spiegel hängen, ne? Nicht mehr und nicht weniger. So gar nichts am Spiegel, das finde ich jetzt auch nicht so. Also ein bisschen was möchte ich da schon haben. Ich kenne das irgendwie von früher, ne? Mein Vater hatte auch immer eine dänische Krone, das weiß ich noch. Da ist ja ein Loch in der Mitte. Das weiß ich noch. Das hat er immer am Spiegel gehabt. Und ich muss auch irgendwie so ein kleines Gebamsel da haben. Nee, aber diese Hawaii-Ketten, alter Schwede, das war schon gefährlich damals. Was ich auch krass finde, wo wir schon mal beim Thema sind, es ist ja ab jetzt, glaube ich, oder ab, ich weiß gar nicht, ab welchem Monat so genau. Mach mal Licht wieder aus hier. Verboten, im Auto zu rauchen, wenn Kinder an Bord sind. Jetzt mal ganz ehrlich, ne? Warum braucht es überhaupt ein Gesetz für sowas? Weißt du?
Ich meine, natürlich, ne, es ist ja klar. Es wird ja nicht ohne Grund leider so sein, ne? Da stelle ich mir die Frage, ganz ehrlich, warum macht man sowas überhaupt? Warum raucht man im Auto, wenn Kinder dabei sind? Weißt du? Ich meine, soll jeder selbst entscheiden, was er macht, wie er macht und so weiter. Das ist ja, ja, Privatsphäre, ne? Was du in deinem Auto machst, du darfst ja auch nackt fahren und so, weil es kein öffentlicher Raum ist. Aber, ja, weiß ich nicht, ne? Das eine ist dürfen und das andere ist dürfen. Für mich absolutes No-Go, ja. So, genug davon. Wir gucken mal. Oh, sauber machen müssen wir. Wir gucken mal. Nacht übersprungen, wie sieht's aus bei euch, Mädels? Jo. Jo, geht eigentlich, ne? Sauberkeit 100%. Kann ich das nicht ganz nachvollziehen, aber das synchronisiert ja immer ein bisschen zeitverzögert. So, das kippen wir da auch noch rein. Ja, dann kommen wir erstmal ganz gut über die Runden, würde ich jetzt mal behaupten. So ganz stumpf. So, die Laterne ist aber auch... Oh, das, der kann fahren. Halt mal an. Wir brauchen die Wasser auch. Nö, noch gar nicht. Okay, Stroh auch nicht und so weiter. Gut, dann machen wir hier mal eben kurz sauber. Das ist nicht... Ach, doch. Das ist nicht das normale Ausmisten hier, ne? Das ist einfach nur der Dreck bei den Schweinen, wo normalerweise Mais spawnt. So. 270. Ist okay. Es ist okay. So, 8 Uhr morgens. Es ist bewölkt. Bewölkter Tag heute. Ist aber nicht schlimm. Lassen wir uns nicht von abhalten. So, siehst du wohl. Da spawnt also der Mist. Na, ist doch gut. Hier müssen wir nochmal gucken. Das ist dieser Mod-Hub-Mod auch, ne? Dass das nicht so längs spawnt, sondern in einer Ecke anfängt. Wir müssen sehen, ob das hier nicht zu dolle wird oder so. Ansonsten... ne, rauf kommen wir eh nicht. Aber die Trigger von den Schaufeln sind ja meist ziemlich groß, ne? Also das ist kein Mapper-Verschulden oder sonst irgendwas. Das ist einfach Giants, ne? So. Also Giants nicht im direkten Sinne, sondern Giants macht... Irgendwie spawnt das seit dem 19er in einer Linie, was total behämmert aussieht. Und daher hat sich jemand die Mühe gemacht und dann Mod entwickelt oder ein Skript vielmehr, dass das nicht mehr in so einer Line spawnt, sondern in der Ecke. Also ist es, ja, ja, keine Ahnung. Ich will da auch niemandem Schuld geben, meine Güte. Ist ja alles spielbar. So, den Anhänger bringen wir eben wieder zurück. Und dann gucken wir mal, was mit dem 7er Deutz jetzt los ist. Ob der wirklich fertig ist mit Flügen oder ob wir da nochmal nachhelfen müssen. Den Drescher können wir dann auch wiederholen. Vielleicht machen wir das nochmal mit einem Maisauftrag. Um auf die Schnelle noch mal ein bisschen an Mais zu kommen. Das Maisgebiss müssen wir sowieso kaufen. Also von daher... ja, genau. Ich musste gerade kurz mal überlegen. Ja, das sieht doch gut aus hier. Dreh mal den Flug. Dann arbeiten wir das hier ein bisschen nach und dann ist gut. Ja, mach mal an hier. Automatisch, ja. Ein bisschen weniger, so abfahrt. Hätten wir jetzt nicht unbedingt GPS gebraucht, aber wenn wir das für teuer Geld eingekauft haben, nutzen wir das auch für wenig Geld. Ne? So. Das Offset ist auch falsch rum, aber ist gar nicht schlimm. Nee, ist richtig rum. Nee, nee, alles gut, alles gut, alles gut. Ich habe nur schief geguckt. Reichte das mit einer Linie? Nee, da hinten ist noch ein bisschen was. Ist nicht schlimm. Das schnabulieren wir auch eben weg. Und? Jo. Das sieht gut aus.
So, dann machen wir das da hinten auch nochmal eben. Ja, und dann können wir eigentlich loslegen, ne? Düngerstreuer, wie sieht's eigentlich aus? Ich bin auch manchmal ein bisschen vergesslich. Ja, Düngerstreuer. Grubbern. Ansehen. Mais, Weizen oder Gerste. So machen wir das. Jawohl, der Plan steht. Der Plan steht. So. Oh, warte mal, das war, glaube ich, falsch rumgeflügt. Ja, macht im LS leider keinen Unterschied, ne? Also haut mich bitte nicht. Bitte nicht hauen. Ich weiß, 9 von 10 Leuten finden Mobbing toll. Ich weiß. Ja. So, ich glaube, die Linien brauchen wir nicht mehr. Das kann weg. Man könnte hier natürlich auch einen Acker draus machen, ne? Also da achtet er ja immer drauf, ne? Auf seinen Karten irgendwie. Also zusammenlegen ist immer nicht so das Problem bei ihm. Das finde ich auch gut. Haben wir eigentlich einen Maisauftrag? Lass uns mal gucken, ob wir so mit Mais auch schummeln können. Oh ja, können wir so. Das ist sogar ein relativ, scheinbar relativ großer Auftrag. Feld 8. Wo ist denn Feld 8? Ach, hier. Und wo soll das hin? Ach, wieder AGLB, okay. Das könnten wir theoretisch annehmen, ne? Der Drescher hat jetzt sowieso nichts zu tun. Die Frage ist, was kann der für ein Maisgebiss benutzen? Wir müssen hier erstmal drehen, damit wir zusammenklappen können. Habe ich eigentlich schon Kärcher? So von Haus aus? Oh, irgendwie das falsche Menü. Mann, ich lerne das auch echt nie. Nie. Nö, Kärcher haben wir nicht, ne? Nö, okay. Ja, ich wollte ja sauber machen. Also ich wollte tatsächlich sauber machen, aber irgendwie, also man hat mich nicht gelassen. Ich, ja, wie soll ich sagen? Gut, wir stellen erstmal so ab. Ja, was soll ich machen? Der Große hier, ne? Kann sich eigentlich die Drille schnappen. Ach ja, die steht ja hier drin. Ach ja, bei dem Spiel werden wir doch alle nochmal zum Kleinkind, oder? Darf das immer alles nicht so eng sehen. Es ist nur ein Spiel. So. Auch das Ganze drumherum mit Mods und... Ah, Leute. Es ist nur ein Spiel. Alles ist gut. Letztendlich wollen wir doch alle nur schön spielen. Nein? Ja. So, jetzt lass mich mal gucken. Der Drescher hat hier eine Arbeitsbreite von 6 Metern. Ne? Hat 200 PS. So. Was ist mit ihm? Das ist vielleicht zu breit, oder? Also zu viel. Es braucht vielleicht zu viel Bums. Wäre aber für mich natürlich, wo ich sagen würde, ja. Aber der Activia 73190793 hat. Jo, 300 PS. Und der Nova 330, das wird dann wahrscheinlich dieses hier sein. Ja, dann wird es wahrscheinlich das hier werden. Ziegler. Das hat 3,4, das hat 3,0. Das ist, da haben wir nochmal einen halben Meter mehr. Ja, dann werden wir das mal kaufen. Wir müssen sowieso kaufen, ja. Da führt kein Weg dran vorbei. Kaufen. So. Der kann eigentlich erstmal noch hier stehen bleiben. Weil das dauert noch, bis der zum Einsatz kommt. Wir müssen mal den Drescher müssen wir mal ranholen. Einmal das Rohr rein. Ups. Ja, also wie gesagt, der Plan steht, ne? Wir werden das mit dem Mais genauso machen.
Dann kriegen wir noch ein bisschen Mais ran zum Überbrücken. Und klappt dich mal zusammen. Und dann werden wir mal gucken, ob das mit dem Schneidwerk und so weiter hinhaut. Ne? Ob das passt, ob das läuft und so. Ich werde das gleich schon mal antesten dann. Und ja, würde mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge dann wiedersehen würden. Ja, wenn es euch ein bisschen Spaß gemacht hat, würde es mich sehr freuen. Und ich hoffe, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Macht's gut und tschüss.